TV mit den News. Die bekannte Velowerkstatt beim Güterbahnhof St. Gallen muss zumachen. Über 20 Jahre lang haben dort Arbeitslose als Übergangsjob Velo geflickt. Auch dank finanzieller Hilfe vom Kanton. Der dreht der Velowerkstatt jetzt aber den Geldhahn zu für ein anderes Projekt und produziert damit selber Arbeitslose. Roger Inauer. Der Andreas Frank ist geschockt. Er ist der Mann, der vor 23 Jahren die Velowerkstatt St. Gallen ins Leben gerufen hat. Hunderte Arbeitslose hat die Institution seitdem schon zu einer neuen Stelle verholfen. Weil der Kanton die nötigen Unterstützungsgelder ab nächstes Jahr aber an einem anderen Arbeitslosenprojekt gibt, steht sein Lebenswerk jetzt vor dem Aus. Das ist ein grosser Schlag. Man spürt irgendwie, dass keine Wertschätzung dahinter ist. Es ist so ein technischer Entscheid, ein anonymer Entscheid. Es liegt nur am Preis. Der Konkurrent war 30% günstiger. Das ist recht stark, das ist sehr stark. So kann man ein Projekt mit dieser Dienstleistung, die wir erbringen, sicher nicht zur Verfügung stellen. Um wie viel Geld das es geht, wollen die Verantwortlichen aber nicht sagen. Im 4-Monats-Rhythmus haben sich in den vergangenen Jahren jeweils 35 Stellensuchende abgewechselt und sind in die Velowerkstatt arbeiten gekommen. Einer, der aktuell hier Velo fliegt, ist der Andreas Dudli. Auch wenn er in einem Monat hier sowieso fertig ist, kann er es nicht glauben, dass der Kanton dem Projekt jetzt den Geldhahn zuträgt. Es ist eine gute Sache. Es wird viel Velo recycelt, wieder aufbereitet. Ich habe die Chance, um etwas Sinnvolles zu machen. Und es gibt einen geregelten Alltag. Und nebst einem Bewerbungsprozess, wo manchmal zu ermüdend kann sein, ist es eine schöne Abwechslung. Der Kanton begründet seinen Entscheid schriftlich. Es sei ein ganz normales Verfahren, dass solche Einsatzprogramme für Arbeitslose alle 4 Jahre neu ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung wird öffentlich publiziert und eine Teilnahme am Verfahren steht allen Interessierten offen. Alle Offerten werden nach den gleichen Kriterien beurteilt. Referenzen sind Bestandteil der Kriterien. Und trotz bester Referenzen, die die Velowerkstatt letztes Jahr vom Kanton neu bekommen hat, soll das Geld dieses Jahr an eine andere Institution gehen. Welche das ist und um wie viel Geld es genau geht, sagt auch das Amt für Wirtschaft und Arbeit nicht. Für die Velowerkstatt bedeutet der Entscheid aber, dass 7 Festangestellte, die sich bis jetzt für die Arbeitslosen eingesetzt haben, per Ende Jahr selber keinen Job mehr haben. Ja, das tut auf jeden Fall weh. Und das Verrückte, aber das ist meine persönliche Meinung, ist, dass das Submissionsverfahren einfach nicht geeignet ist, um soziale Organisationen schlussendlich in einer Ausschreibung zu bewerten. Ganz kampflos wollen sich die Verantwortlichen aber nicht geben. Sie haben schon Rekurs gegen den Entscheid vom Kanton angekündigt und hoffen, dass sie auch weiterhin Arbeitslosen eine Tagesstruktur geben können und hier beim Güterbahnhof St. Gallen alte und kaputte Velo flicken können.